Also ich bin die Maya, ich habe einen Anzug für den Matthias gemacht, der gerade gestylt wird. Ich bin Melanie, wir haben zusammengearbeitet für Matthias. Ich habe einen Blouson für ihn genäht und wir haben zusammen eine Hose noch genäht. Ich bin Alena und ich habe da auch mitgeholfen, also ich habe Hemden genäht. Den Anzug. Und von der Erfahrung, wie war es so für euch? Ihr habt sehr lange zusammengearbeitet, habt ihr euch gut kennengelernt wahrscheinlich, oder? Ja, also es war ziemlich cool, weil es war natürlich eine neue Erfahrung mit dem ganzen Anprobieren und das sind ja auch jetzt nicht so 0815 Maße gewesen. Man muss das ja voll anpassen und Probeteil hin und her und so. Also es war schon spannend, dass man dann da so gesehen hat, wie schwer Maßschneidern, so perfektes Maßschneidern auf einen nicht 0815 Körper eigentlich ist. Ja. Ja, und wir hatten auch, glaube ich, die meisten Anproben von unserer Klasse, also mit Matthias. Und es war immer sehr lustig und es hat auch dann ein paar Änderungen geben müssen, also hat sich das einfach verändert. Aber ja, im Ganzen war es eigentlich sehr aufregend, das ganze Projekt, und auch spannend, interessant. Fand ich auch interessant. Ja. Also Lena war eigentlich nicht bei den Anproben dabei. Ich bin eigentlich einmal, glaube ich, also bei einer anderen Zeichengruppe dabei. Deswegen habe ich bei einem anderen Projekt mitgezeichnet und bin hier aber in der Nähgruppe drinnen, weil die Teilung ist bei uns ganz blöd und deswegen habe ich da eigentlich nichts mit Design, sondern habe nur mitgenäht. Ja, wir beide waren ganz von Anfang von Design und Kennenlernen und dann auf diese Person anpassen dabei. Und Alena hat dann eben mitgeholfen, weil es bei uns in der Nähgruppe dabei war. Und die Statement Piece Jacke war auch sehr wichtig. Bitte? Die Jacke mit den Worten. Ja, das war meine Idee. Das war bei meinem Design einfach, ist mir eingefallen, dass das eine, weil ich habe mich auch mit ihm unterhalten davor und haben ein bisschen geredet und dann war das eben die Idee und ich habe dann eigentlich gar nicht gewusst, dass das ausgesucht wird, aber die Idee ist dann von allen ganz gut aufgenommen worden und dann haben wir uns gedacht, wie man das umsetzen kann. Also war voll cool, dass ich das dann mal so meine eigene Design umsetzen konnte, weil es ist auch was Besonderes mit den Beschriften gewesen, mit den Beflocken, was wir dann gemacht haben. Und wir haben auch Matthias mit eingebunden, weil die Wörter hat er sich quasi auch ausgesucht, ja. Und wir haben es dann auf, also quasi was Englisch nur übersetzt, weil wir wollten es auf Englisch haben, weil es schöner war irgendwie. Und die, also ein paar Wörter waren schon am Anfangsdesign drauf, aber es ist dann noch angepasst worden an Matthias und seine Lieblingswörter. Der kann jetzt voll gut nutzen für jeden Auftritt im Sinne des Aktivismus. Mhm. Ja. Deshalb, weil man will ja auch nicht immer das so plakativ umhaben, aber er halt. Bei ihm passt es irgendwie, finde ich, weil er will das ja auch so aussagen. Und so. Eine letzte Frage, wollt ihr jetzt weiter euch nur mit Herrendesign beschäftigen oder war das ein erstmaliger Ausflug in diese Welt? Eigentlich beides. Also ich habe da keine Präferenzen, wo ich jetzt lieber wäre oder nicht. Okay. Ist beides spannend, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ist beides schwer und es gibt schwere und leichtere Sachen dort. Also ich fand, also auch wie wir unser Etui Kleid oder andere Sachen genäht haben, es ist jetzt nicht, also ich will beides weitermachen. Ja, wir haben früher halt auch eher für uns oder für Frauen halt genäht und deshalb habe ich mir auch gedacht, dass mal was anderes wäre für einen Mann was zu nähen. Deshalb habe ich das auch so ausgesucht und wollte unbedingt für ihn was nähen. Und dann ist Maya quasi so dazu gekommen, weil wir ein bisschen Freundinnen sind und ja, dann ist es so entstanden. Also. Ja, also ich würde auch bei beidem bleiben. Es ist halt, wie Maya schon gesagt hat, manche Sachen sind leichter bei der Herrenmode als bei der Frauenmode, aber es ist noch bei beiden was dabei. Okay.